Da steht er also, der Jungunternehmerpreis 2021. In der Kategorie Platzhirsch belegte das Landtechnikunternehmen Schärfler mit Sitz in Waldzell den zweiten Platz. Und die Freude darüber war natürlich riesig. Komm, jetzt haben wir überhaupt nicht geglaubt, dass das wirklich geht. Weil wir so einfach so eine Nischenfirma haben, dann na top. Richtig, richtig geil. Muss man wirklich sagen. Auch in diesem Jahr wurden die einzelnen Preisüberreichungen im kleinen, aber feinen Rahmen übergeben. Dieses Unternehmen zeichnet sich durch ein sehr, sehr starkes Wachstumspotenzial aus, ist im Bereich der Umwelt auch sehr, sehr aktiv, was CO2-Einsparungen und Stromeinsparungen auch anbelangt, hat sehr, sehr gute Entwicklungen in den letzten Jahren hinter sich gebracht und steht wirtschaftlich sehr, sehr stark da. Es steht ein Neubau sozusagen am Plan, also ein sehr, sehr gesundes und wachsendes, aufstrebendes Unternehmen, und deswegen haben sie sich den zweiten Platz absolut verdient. Wir bauen elektrische Futtermischer, die mit sehr wenig Strom auskommen, also das ist einzigartig so am Markt, und die modular gebaut werden. Das heißt, ich kann das immer nachrüsten, ich kann das umbauen, und dann bin ich ja wirklich nachhaltig. Das heißt, wir fahren zum Kunden hin, schauen sie seine speziellen Bedürfnisse, entwickeln mit ihm eine Lösung, und dann kriegt er von uns die komplette Anlage. 210 Einreichungen hat es dieses Jahr für den Jungunternehmerpreis gegeben. Eine Rekordzahl. Und eines wurde dabei deutlich. Ja, wir sehen jetzt wirklich, dass auch die traditionellen Branchen ganz, ganz stark kommen, dass die tolle Karrieren hinlegen, dass die tolle Umsätze haben und tollen Wachstum auch hinlegen. Expansion, wo man hinschaut. Dadurch, dass wir viele große Firmen natürlich haben, haben wir das ja eigentlich sonst eh schon ein bisschen gewöhnt, die großen Firmen. Aber es freut uns, dass wir in der Landtechnik natürlich jetzt auch einen haben, der was da so vorne dabei ist und eben auch bis Deutschland rüber schon bekannt ist natürlich. Ob nun Raketenstarter, Regionenrocker oder Platzhirsche. Eines steht fest. Jungunternehmer sind die treibende Kraft in der Wirtschaft. Sie stehen für Innovation, sie stehen für Zukunft, für Anpassungsfähigkeit, einfach für einen starken Wirtschaftsstandort Oberösterreich jetzt und auch in Zukunft. Wir sind stolz auf unsere Jungunternehmer und unsere Jungunternehmerinnen. Deswegen freut es mich wirklich, dass wir heuer wieder Preise vergeben durften. Ich gratuliere an dieser Stelle herzlichst und wünsche auch weiterhin ganz viel Erfolg. Mit diesem Motivationsschub wird auch die Familie Schärfler noch vieles in ihrer Branche bewirken.